Es hat sich ein bisschen was verändert an der Spitze. Ja, wir hatten in den letzten Jahren ja eigentlich nur so das gewohnte Bild gehabt, dass er jetzt Rahmen gewonnen hat, aber das ist dieses Jahr leider nicht der Fall. Und ich freue mich ganz besonders, dass in diesem Jahr irgendwann der Jos gewonnen hat. Jetzt und fürs nächste Jahr. Ja, zweiter ist jetzt geworden. Damit hat er das Fünfel. Danke. So, dritter ist Carsten Schulz geworden. Ein Punkt. Ein Punkt. Du hast noch gewendet, haben wir verliebt. Ja, vierter ist Ruhe geworden. Fünfter ist Nils Rahm geworden. Vielen Dank. Und sechster, Herr Jochen Scheibenhofer. Ja, nochmal auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Eigner, die wieder ihre Boote zur Verfügung gestellt haben. Und ich denke mal, die haben sie auch den Tag über gut begleitet. Ja. So. Und jetzt kommen wir zur Unternehmerwertung. Da fange ich jetzt mit dem 12. Platz an. Oh mein Gott. Das ist ja im Hauptstadt geworden. Der ist aber nicht mehr da. Komisch. Ja, dann den 11. Platz hat der Herr Arnefeld mit seiner Familie belegt. Der ist auch nicht mehr da. Den 10. Platz, das VR-Bank Team 2 mit Frau Löffler und Herrn Prohaska und nachher Frau Geber. Dann 9. Platz geht an MOB 19 GmbH, den Dr. Radke und den Herrn Müller, der auch nicht mehr da ist. Herr Müller. Und dann der 8. Platz geht an Hinrich Kinzler und Herrn Ruhig. Der 7. Platz an Intercom, Baubetreuungs GmbH, Dr. Brandt und Frau. Dann der 6. Platz geht an Christina Hartmann. Herzlichen Glückwunsch. Dann der 5. Platz an Intercom Baubetreuungs GmbH Team 2. Ja, dann der 4. Platz geht an das VR Bank Team 1 mit Herrn Bass und Herrn Till. Jetzt kommen wir zu den Pokalgewinnern. Dritter ist heute geworden das Autohaus Fädchenheuer, Herrn Fädchenheuer und seine Frau ist ja nicht dabei gewesen. Er ist nicht mitgesehen. Ach, aber Gunnar, du bist mitgefahren, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Schon abgestimmt, dass ich ihm das nächste Woche vorbeibringe und dass das ein Ehrenplatz in der Kammer bekommt. Er wusste schon Bescheid. Irgendwie hat mir so Musik. Schön wäre es, wenn nachher dann alle drei ersten Plätze oder vorderen Plätze nochmal zum gemeinsamen Foto vorne bleiben. Ja. Kommt dann nicht. So, 2. Platz ging an das Team Klaus Bosselmann 1, also Herr Bosselmann und seine Crew. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und der 1. Platz bleibt in der
Firma sozusagen. Und zwar ist das Team Klaus Brosselmann II mit dem Herrn Poche und dem Herrn Neumann. Herzlichen Glückwunsch. Preisträger, dann müssen wir immer die gesamte Krise nach vorne. Und Herr Lohi, kommen Sie auch mit dazu? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind die Spitzen, Leute. Ja, dann bin ich jetzt zu meinem Teil am Ende. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei allen bedanken und ja, freue mich auf ein Wiedersehen und vielleicht auch als Mitglied im Schnell. Okay, da gebe ich noch ein neues Video. Ja, ich herzlich bedanken. Ich denke, es war ein schöner Tag, ein entspannender Tag und gerade Sie als Unternehmer, die Tag ein, Tag aus Höchstleistungen bringen müssen, damit Ihr Unternehmen funktioniert, damit die Arbeitsplätze sicher sind, ausgebaut werden und all diese Dinge, die man sich immer wünscht. Aber ich denke, da haben Sie das auch verdient, mal einen solch entspannten Tag zu erleben. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Ich denke, ich scheide ja nun zum Jahresende in der Bank aus, aber ich werde meinem Nachfolger auf jeden Fall aufgeben, dass er diese Tradition weiterführt, die wir mit dem Yachtclub hier doch schon seit inzwischen 5-6 Jahren, glaube ich, doch sehr erfolgreich erleben, dass das weiterläuft. Und rufe Sie natürlich auf, Sie Unternehmer, wenn Sie dann eingeladen werden, auch mitzumachen, damit das Ganze am Leben bleibt. Ganz herzlichen Dank, aber einen ganz besonderen Dank natürlich an die Eigner, an die Akteure des Vereins, denn ohne Sie könnten wir das hier überhaupt gar nicht durchführen. Und für Sie ist das natürlich sicherlich auch, ich sag mal, wir sind ja doch in gewisser Weise Laien und Sie müssen uns viel sagen und immer wieder eingreifen. Also ich wollte jetzt nicht sagen, für Sie ist es lästig, aber es macht sicherlich auch Spaß. Aber es ist trotzdem eine gute Leistung, die Sie da für uns vollbringen. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.